Young Shake Ways, I'm getting really rich. Warum von einem dummen Lied, Alter? Richtig dummes Lied. Lehnt euch zurück und gönnt euch ihr südöstlichen... nicht mal Land. Ihr südöstlichen Menschenhändler. Happy Crush wieder. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Und ihr seht es schon, was sie in der Hand hat. Ein ganz lang fetten Lauf. Und da unten ist Kylo. Ihr seht schon, diese Waffe ist sehr, sehr speziell. Ich finde, sie erinnert mich an die G11 aus Black Ops 1. Es ist auch eine Burst-Waffe, aber es ist nicht ganz die G11. Es erinnert mich nur vom Aussehen her. Also ist der Satz überflüssig. Und ich sag's euch, Leute, die freizuschalten dauert, so wie der Lauf ist, extrem lang. Ja? Wollte nur sagen, dass du ein Hurensohn bist. Meine Damen und Herren, der Witz des Jahres geht an Heptic Rush! An alle, die den Kanal nicht kennen, herzlich willkommen zu... Alter, es ist laut. Ja, und übrigens, bevor ich es vergesse zu sagen, Leute, alle, die es nicht mögen, einfach nur bewundert einfach mal dieses Artwork, okay? Guckt euch diese Verpackung an, Alter. Das ist so krank. Das ist die Summer Edition Shiny Dragon. Dragon wegen Drachenfrucht und Litchi. Richtig, richtig geiler Geschmack. Eine sehr, sehr geile Box, aber was ich lustig finde, es gibt ja diesen Pokémon-Karten-Hype. Zu jeder Dose gibt es diese Karte dazu. Diese Holo. Level-Up-Karte, so eine gute Idee. Und das Ganze geht morgen online um 18 Uhr. Mit Code HAPTIC2 kriegt ihr 3 für 2. Also 3 Dosen kaufen, nur 2 bezahlen. Wenn ihr mit Freunden zusammen eh bestellt, dann macht das. Ihr kriegt einen umsonst. Einziges Problem bei der Edition ist, dass beim Werbespot 2 hässliche YouTuber drin waren. Und das hat alles für mich ein bisschen versaut. Aber ja, ihr könnt es euch auf jeden Fall bestellen. Code HAPTIC oder HAPTIC2 ab Montag 18 Uhr und weiter im Video. Okay, wir fangen einfach an. Der Hund, guck mal, wie stolz er läuft. Als würde ein Hund wirklich so einen Sound machen, Leute. Ihr seht es schon. Ich gehe nochmal auf die Klasse. Ich habe sie schon auf Level 32. Und zwar ein ganz, ganz weirder Name, die Karf 2. Als hätte man so aus einer Kiwi was rausgekarft. Fürs Video habe ich die Variante gekauft. Man kann sie kaufen, aber man kann sie auch freispielen. Jede Waffe wird umsonst. Das heißt, ihr nehmt euch eine DMR oder eine AOG oder so und spielt 10-mal TDM. So, dann habt ihr sie. Oh, warte. Rein in die Liste. Was macht der? Tut mir leid, ich will ihn irgendwie umarmen und sagen, dass alles gut wird. Ja, er hat sich erschrocken. Naja, ich zeig sie euch jetzt, okay? Ich kann sie schon in- und auswendig, diese Waffe. Da hinten ist jemand, jetzt nicht mehr, tot. War der weak? Ich weiß es nicht. Aber ähnlich schnell droppen die Leute, auch wenn sie nicht weak sind. Schau jetzt. Tot. Es ist so krass. Es ist ein Headglitch-Killer und es ist auf Distance krass, aber sie ist auch auf Kurzdistanz krass. Übrigens, für alle, die jetzt gar nicht mitkommen, die wurde einfach reingepatcht. So Mid-Season, einfach so eine neue Waffe. Gut, dass ich das auch mal irgendwann erwähne. Jetzt kurze Distanz, komm her. Zack. Zack. Seht ihr? Das erste M8-Wochenende. Ich weiß nicht, gab es mehrere? Auf jeden Fall wisst ihr diese M8. Ich habe sogar ein Video drüber gemacht mit dem besten Intro auf YouTube da oben. Ich hasse das. Ich finde, Yamantau ist geil. Ich finde auch diese geil, aber Yamantau besser, weil diese irgendwie eine Sniper-Map geworden ist. Irgendwie wie fucking Carrier im BO2. Auf jeden Fall habe ich das Intro damals gemacht. Im folgenden Video werden Sie die beste Waffe aller Zeiten sehen. Sie fragen sich, welche? Da. Mehr will ich euch jetzt nicht antun. Und ich habe wirklich die beste Beta-Waffe überhaupt gefunden. Und das war... Oh, Orbi. Geil, let's go. Das war früher die M8 und das erinnert mich auch komplett an die M8. Die war so OP und die hat auch schnell geschossen, hatte richtig schnelle Feuerrate, hatte richtig viel Schaden und war auf kurze Distanz als Burstwaffe gut. Oh nein, was hat er? Nein, was hat er? Nein. Oh, Digga. Warum kein glückliches Smiley? Und MW2 Titelbild und so ein Emblem. Der Typ ist wirklich 74. Laura Müller, geil. Lauchgemüse 98 mit XGEM Plante. Ah, Movement, ich liebe es. Oh Gott, seht ihr das? Das meine ich. Wie kann eine Burst AR, also ein Taktikgewehr? Da ist noch jemand, Lauchgemüse. So, jetzt sind wir im Spawn. Feind scheint erledigt. Noch einer down. Das ist es, das ist die Macht, Alter. Oh ja, der Spot. Oder auch nicht, doch. Die werden genau kommen, wenn man aus dem Aim rausgeht. Man kennt es, dann hier kurz hin, so. Und zack. Und dann hier hoch, der ist schon down, den töten. Ich werde nicht lang rumfackeln, Leute. Ich habe ein bisschen gespielt. Ich werde euch wieder... Ich liebe das. Es ist Zeit für COD und Rap. Nichts passt besser zusammen. Let's go. Oh, weiter.
So problems, so problems are solvable. My run through the money, the press will be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. I'm moving in direction, I summon and dumb it. Why you be all on my line about nothing? Why won't you go get you a dollar or something? Don't hang with a nigga who lying for nothing. I see that we different, you riding, I double. My double discussions, I'm bragging about hundreds. Don't go to your places, I know that they something. Don't call me your brother, I barely trust you. I told you shorty, she bagging the bucket. And I'ma need all of my dollars on corporate. So hand me the money, I busy the pot. I'ma give all of my people a portion to build them a fortune. I'm flipping the ride. I can't be mixy when iffy the vibe. Recording on 50 is really the time. Why are you all on my phone like you want me? Like you wasn't pushing the kids to the side. Thinking I'm blind, cross on my crosses and down on my eyes. Done with your efforts, I'm dealing with pressures. I know it's a lesson that's worth it to watch. Come in the mixes, I'm mixing. I know I've been missing. I needed some personal time. Let's go. Fuck all these dimensions. I don't want your digits. I mean it, I'm staying inside. Let's go. Guck mal, mein Team, Digga. Die gehen alle negativ. Alle gehen so hart negativ, Digga. Und ich hab trotzdem gegen 6 Deutsche. Let's go. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A foe in affection, I'm summoning it double, cause bitch, I got. Was? Problems on problems on problems on problems on problems on problems are solvable. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A foe in affection, I summon and dub it. Oh, you are fucking virgin, fucking virgin. Fucking noob. You are the first player in the world. Ich bin in deinem Team, Bro. Everybody. Fuck! Aber was wir unternehmen müssen, ist dieses gottlose Visier, Alter. Ich sehe dadurch fast gar nichts, Alter. Millstop Reflex, let's go. Auf der Map habe ich noch nie gespielt. Mal sehen, wie es aus kurzer Distanz jetzt mit dem Laser ist. So. Was die Hüfte viel besser geworden? Beste Waffe der Welt? Die ist einfach noch besser geworden. Das darf nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Hä? Ich glaube, ich versuch's einfach mal. Ich höre sie jetzt das erste Mal übrigens, ne? Boah, sie klingt voll wie eine BO2-Waffe. Irgendwie so übel knackig, ne? Klingt doch ein bisschen wie die M8. Das Pattern ist sehr, sehr ähnlich. Yo, nein. Warte. Habe ich bis jetzt? Nein. Warte. Die Leute hier Long Distance wegholen, die ekligen. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, sie ist ein bisschen besser geworden, oder? Weiß nicht, vielleicht, ich weiß nicht. Wie oft habe ich weiß nicht gesagt, so unnötig, hier kommt wieder einer. Ich ziehe ein bisschen besser mehr auf dem Oberkörper. Ich weiß, es kann auch Placebo sein, dass man so einen Effekt erwartet. Nee, aber ich glaube immer noch, ich glaube, es macht keinen Unterschied. Ich glaube, Schalldämpfer ist wirklich so eine Waffe, die kann man mit Schalldämpfer spielen, so wie die Ska-H in BO2, so. Das passt einfach. Okay, Moment. Moment. Na, ich weiß nicht. Ihr könnt ja urteilen. Da brauche ich unbedingt eure Hilfe. Vom Gefühl her finde ich relativ ähnlich. Es kann auch nur das Gefühl sein, weil man so eine ganze Waffe hört, dass man denkt, oh, jetzt ist die heftiger. Ach, ich weiß nicht, Leute. Komm, zeig dich. Ja, okay, es ist vorbei. Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht. Es ist auf jeden Fall eine fucking OP-Waffe, Alter. Findet ihr sie jetzt so stark, jetzt wo ich die AOG gesehen habe? Findet ihr irgendwie, ich bilde mir das ein? Oder, ich weiß nicht, und macht es einen Unterschied zwischen Schalldämpfer und Nicht-Schalldämpfer? Auf jeden Fall geil, dass ich die, ich muss die erstmal hochleveln und dann nochmal schauen. Ich hoffe aber, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst wie immer gerne ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann.